So, hallo, wir machen weiter. Mit einer Runde Super Mario 35, nachdem ich gerade Hyrule Warriors aufgenommen habe, stürzen wir uns jetzt nochmal in eine Runde Online-Multiplayer-Action mit Mario Bros. Und müssen 35 Spieler im 3-Spieler-Kampf... In Folge mit einem Panzer besiegen, zweimal in die Top 15... 30 Gegner platt stampfen. Okay. Let's go. 5-4 haben wir uns schon mal angeguckt. Man muss am Anfang aufpassen wegen dem Feuerding. Ansonsten ist 5-4 eigentlich machbar. Also wenn wir an der großen Feuerwalze vorbei sind, dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Das Einzige, was schief gehen kann, ist, dass wir 5-4 überhaupt nicht bekommen. Das kann schief gehen. Wie auch immer, los geht's. Ich sagte, los geht's. Los geht, danke. Kachika. Okay. Oh Gott, ey. Nein. Hyrule Warriors wird einfach echt cool. Also, ich bin begeistert bisher. Hat mir gut gefallen. Ich habe ja zum ersten Mal jetzt so eine Hyrule Warriors-Dings gespielt. Überhaupt so ein Warriors-Spiel, ne? Das ist ja... Ah, nicht schon wieder. Das gibt's ja auch als Dynasty Warriors und One Piece Warriors und so. Diese Entwickler, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die machen ja mehrere solche Arten von Spielen. Und One Piece Warriors müsste dann auch enorm cool sein, wenn ich jetzt... Also wenn ich jetzt sehe, wie cool der Hyrule Warriors ist. One Piece Warriors dürfte auch ziemlich nice sein. Jo, da habe ich einfach mal den Sprung zur Flagge verpasst. Kann man mal machen. Wow. Mein Skill schreitet mir schon wieder voran. Ach ja, ich muss ja Gegner in Folge mit einem Panzer. Shit. Oh mein Gott. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Mit dem Panzer. So, gib mir das. Nice. Jo. Okay, zacki. Ups. Okay, sehr schön. Und hier rum. 5-4. Komm schon. Schade. Aber direkt wieder 1-2. Prima. Was wollen wir mehr? Stop. Oh, hier könnte ich auch die... oder machen wir es so. Ja, da waren die drei Gegner mit einem Panzer. Sehr schön. Prima. Alles easy. Alles easy peasy. Wieder 1-2 dabei. Ab dafür. Schön viele Level überspringen, bis wir bei 5-4 landen. So ist die Wahrscheinlichkeit dann schon recht hoch, dass wir irgendwann 5-4 erreichen. Ich würde es feiern. War ein bisschen knapp. So gegebenermaßen. Aber ist okay. Kein Drama. Okay, wieder 1-2. Zack, rup, zack. So.
la. Okay, zack. Da. So, hier einmal rum. Okay, keine einzige Pflanze mitgenommen. Nicht weiter schlimm. War ja kein Ziel. Und da ist mein 5-4. Jawohl, jetzt nur nicht versagen. Aber es dürfte mit der Blume eigentlich nicht passieren. So, ich lasse es jetzt einmal rumfahren. Und dann sind wir safe. So, jetzt kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Also, legit nicht. Ich wüsste nicht, was jetzt noch schieflaufen kann. Wird ja wohl nicht so blöd sein hier. Nicht runterfallen, Kollege. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben alles unter Kontrolle. Und da ist 5-4. Yes! Und wir wechseln zu 3-4. Das ist vielleicht nicht so ganz, was ich mir gewünscht habe. In der Situation. Aber ist okay. Nein, das war nicht okay. Das war auch nicht okay. Oh nein! Oh, ich hab das gesehen, wie knapp. Oh, diese. Der Rückgang der Sprungphysik, ne? Oh, das war brutal knapp jetzt. Okay. 1-1, okay. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Das Videoziel ist jetzt schon erreicht. Wir haben ein neues Level. Ich brauche noch ein neues Videoziel. Sonst ist das halt wieder. Okay, hi. Tschüss. Ja, ich meine, gut, jetzt ist das Ziel halt noch gewinnen. Und dann wäre das Ziel halt 6-3. Aber jede Runde, in der ein neues Level auftaucht, ist eine gute Runde. Wenn ich Glück habe, hat noch jemand ein anderes Level eingefügt, aber ich bin erstmal zufrieden. Hui. Ah, 6-2, schade. Ich habe mich schon gefreut, als ich 6 gelesen habe. Aber es war dann doch nur. Ist ja eigentlich irgendwas, irgendeine Secret-Röhre. Da ist eine Secret-Röhre. Yo! Weiß nicht, ob ich diese Secret-Röhre so feiere. Da möchte ich dann eher doch nicht mehr ra. Oh mein Gott. Das ist nicht die Secret-Röhre, die ich mir erhofft hatte. Oh, Hilfe. Hoffe ich, bringe mich wenigstens zum Ziel. Das sieht nicht nach Ziel aus. Nee, das ist nicht das Ziel. Ist hier auch was? Nein, schade. Nee, ich wollte es noch abschicken. Hat nicht funktioniert. Sehr gut. Da ist das Ziel, okay. Jetzt werde ich doch nicht noch getroffen. Okay. Alles gut. 5-2. Ja, darum hätte ich mich vor einer gewissen Zeit mal gefreut. Das ist jetzt schon vorbei. Okay, kann man auch rein. Och nee, Mann. Es ist einfach. Es ist einfach das gleiche Scheiß-Unterwasser-Level. Och, warum? Wow. Wie viel Pech kann man haben? Ist ja nicht irgendwo eine Blume mal gewesen? Ja, nee, okay, das nehme ich aber auch mit. Okay. Oh Mann. Das ist einfach das gleiche Unterwasserlevel. Ja, sehr schön. Zack. Damit haben wir 5-2. Auch wieder weg. Jetzt sind wir wieder in 1-1. Okay. Also, diese Röhren werde ich nie wieder betreten. Das ist nicht, was ich gesucht habe. Ah, apropos Röhren. Ich hätte in die. Ach nee, die ist hier, die Bonusröhre. Und ab dafür. Okay. Hui! 2-1. Na gut, da rennen wir auch fix durch.
Da ist jetzt auch nichts, was wir hier großartig nutzen könnten. Außer diesen Stern. Und dann einfach ab dafür. Ah, habt ihr den Sprung gesehen? Der war wieder so ein kurzer, knapper, oh mein Gott, Sprung. Ich raff das immer nicht. Ich das schaffe. So. Och! Weißt du? Okay, jetzt kriege ich hier wieder meine Blume gleich am Anfang. Wenn ich nicht komplett Müll mache. Dürfte aber nicht passieren. Ja, easy. So, zack. Und wir werden gerade anvisiert. Ist okay. Ist okay, kann ich mit leben. Wahrscheinlich, weil der Konter hat, weil wir den nämlich auch anvisieren. Das könnte ein gutes Indiz dafür sein. Ja! Das hat nicht hingehauen. Aber wir müssen ja eh zweimal spielen wegen den Top 50 Dingern. Ja, stimmt. Also nochmal. Und jetzt mit 6-3. Okay, sollen wir 6-3 üben kurz? Wir üben kurz 6-3. Ich bin jetzt strategisch. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und bin klug geworden und übe Level vorher. Vielleicht sollte ich dieses Springwort nicht benutzen. Okay. Ja, theoretisch kann ich das weglassen. So funktioniert es nicht. Dann sollte ich vielleicht von... Komme ich von hier? Direkt da drauf? Ja, okay. Komme ich. Das Level muss man echt langsam spielen. Wenn da Gegner dabei sind, wird das kritisch. Wenn da auch noch Gegner, ne, und so, dann wird das echt kritisch, okay. Ist hier was? Ah, da, okay. Die Dinger kommen auch hier entgegen. Oh Gott, oh, diese Sprünge. Oh je, ich hab jetzt schon keinen Bock. Aber dafür ist... Okay, es ist super kurz. Es ist super kurz. Aber das ist... Oh, das, da, oh, da werde ich ein paar Mal scheitern. In dem Level werde ich ein paar Mal scheitern, es freizuschalten. Ich sehe das jetzt schon. Oh je. Oh je. Okay. Okay, 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 okay. Let's go. Wie? Also die verstehe ich. Die sind wahrscheinlich an einem Goomba verreckt. Aber der allererste, so, es geht los, zack, tot. Es kann doch nur die Verbindung sein. Es kann doch nur die Verbindung sein. Ich möchte einmal erleben, dass das Spiel startet und alle sterben einfach, außer ich. Einfach alle rennen irgendwie in den ersten Goomba rein oder so. So, erster Platz nach 10 Sekunden. Entschuldigung. Und wir gehen wieder in 1-2 rein. Sehr schön. Oder auch nicht. Wow. Wow. Also für die Mission ist wichtig, dass wir die Top 15 erreichen.
altes Level schaffen. So, das sind die zwei Sachen, die jetzt für mich relevant sind. Ich hätte die Blume mitnehmen können. Das sind die zwei Sachen, die für mich jetzt relevant sind. Alles andere ist eigentlich egal. Und für die Top 15 braucht man noch 6 Platzierungen. Jo. Na. Na, bin ich denn dumm? War halt so. Mein Gott, ey. Das war komisch. Okay, da ist wieder 1-2 dabei. Dann gehen wir da rein. Das war nicht, was ich wollte. Aber ist okay. Das ist nicht so okay. Ich krieg's einfach nicht hin, ne? Oje. Das war irgendwie ein schlecht gespielt, aber. Das ist alles, was. Hä, wir haben die Blume. Ach so, ja, passt schon. Ich bin schon wieder lost. Hui. Okay, wir sind in den Top 15. Alles gut. Ziel schon erreicht. Jetzt wäre es halt schön. Ah, ja, gut, gehen wir halt schwimmen. Was soll's. Ich hatte schon Bedenken, dass das hier schief geht, aber alles gut. Alles gut gegangen nochmal. Dazu. So. Bep, bep, düp, düp, düp. Zack. 3-1. Okay, da krieg ich zumindest gleich die Blume wieder. Und muss nicht rumschwessen. Ich schaff diese Sprünge um die Kurve nicht. Ist das traurig, ey. War das gerade eine traurige Vorstellung? Oh nein, nicht wieder ins Wasser. Oh, okay. Das kenne ich noch gar nicht. Oh, okay, das ist super zu wissen. Das ist, wenn man in dem Ding landet, da gibt es eine Blume. Eine Blume. Wahrscheinlich gibt es da eine Blume. Ach, jetzt halte ich mich hier zu lange auf und deswegen geht da um die Zeit jetzt schneller runter, oder was? Okay. Okay. Ups, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das heißt, man darf sich nicht zu lange in so Bonusdingern aufhalten. Dabei habe ich jetzt mich nicht mal exorbitant lange dort aufgehalten. Ne? Das war eigentlich ein regulärer Aufenthalt. So. Ich habe da ja erkundet. Aber gut, die Zeit ist wieder normal geworden. Also das ist... Da muss ich ein bisschen drauf achten. Ja, okay, jetzt sind wir nur noch 5. Und ich habe mein Level noch nicht bekommen. Und in der Hektik möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr mein Level bekommen. Oh, hi. Ich komme da nicht rein. Komm hier nicht weiter. Tschüss. Jo. Die kann umdrehen an der Ecke. Aber die Goombas vorher hat sie nicht mitgenommen. Hä? Okay. Oh, das wollte ich nicht. Aber das ist, glaube ich... Ja, okay. Einfach die Abkürzung nehmen. Kann man machen. Ja, es war nicht dumm. War okay. Okay. Wir müssen bis nach hinten ganz schnell kommen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, Level zu überspringen, um so schnell auf 1-6-6-6-3 zu kommen. Aber wir sind halt auch nur noch 4 Spieler. So. Das kann halt jederzeit zu Ende sein. 3. Drei Spieler. Ich wollte eigentlich durch die Röhre... Oh, hi. Ich wollte eigentlich durch die Röhre gehen.
Kein 6-3 dabei. Scheiße. Aber ich glaube, 4-2 hat ja auch hinten so einen Ausgang, ne? Aber jetzt 4-2 müsste ich jetzt eigentlich vernünftig durchlaufen. Wegen dem Zeitkram. Ich muss 4-2 vernünftig durchlaufen. Wenn ich da jetzt oben rumlaufe, so hole ich überhaupt keine Kombos und nix. Aber so auch nicht. Wow. 4-2 ist nicht sonderlich ergiebig, was das angeht. Okay, wir laufen einfach durch. Was soll's. Nee, 4-2 würde ich nicht mal viel bekommen. 3-3. Ach, hier ist ja eh nur eine Röhre. So, die hätte ich eh bekommen, wenn ich nochmal... Meine Güte. Aber 3-3 ist jetzt auch nicht gerade das Level, was ich... Na, Schande. Was ich spielen möchte. Wenn ich Glück habe, kriege ich aber die Blume gleich wieder, ohne dass ich Dings einsetzen muss. So. Jo. Okay, zack. Dann halt nicht. Ich wollte eigentlich... Oh Mann! Okay, jetzt unbedingt die Flagge mitnehmen. Sehr schön. 2-3 ist... Oh, nee. Okay, komm, wir gehen auf Angriff. Was soll's. Jetzt ist eh egal, ne? Jetzt sind wir eh in der Phase, wo es nicht mehr sinnvoll ist, ein Level noch freischalten zu wollen, sage ich mal. Jetzt geht's halt wirklich um die Wurst. Yo! Yo! Der Skillsprung! Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte... Oh. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte nicht in den Gegner reinspringen. Aber was soll's, wir haben auch das geschafft und damit haben wir einen erfolgreichen Part hinter uns. Der ein bisschen erfolgreicher hätte sein können, aber gut. Dann eben nächstes Mal 6-3 freischalten. Danke fürs Zugucken und tschüss.